Alles klar, dann geht's weiter. Schießpulver, Pisetten, Schießpulver. Haben wieder vier Stück. Ich glaube, wir machen uns erst nächstes wieder Pistolenmunition. Oh. Die sind tot, oder? Geht so aus. So. Das hier. Das ist einfach krank. Ja. Loria Las Plagas, höre ich da die ganze Zeit. Können wir drüber springen, kommen wir so auch durch? Wahrscheinlich nicht. Da wird zu sein, ne? Ich hab's befürchtet. Verschlossen. Ja. Ja, vielleicht verwenden wir gleich Granate. Wir lesen mal. Bringe die karmesinrote Flamme da. Die Stimme der Seuche wohnt in den Flammen. Sie führt die bedauernswerten Seelen zur Erlösung. Bringe die karmesinrote Flamme an ihren rechtmäßigen Ort und du sollst erleuchtet und der Weg, die offenbart werden. Okay. Der braucht wohl die karmesinrote Flamme. Shit, shit, shit. Machen wir gleich mal das. Dann haben wir da schon mal ein Problem weniger. Oder zwei Probleme weniger und dann machen wir gleich mal das. So. Na toll, es hat Zähne. Ah, Scheiße, mein Kopf. Ah, shit, 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 ich wollte eigentlich das machen. Aber wie viel gibt's denn da von denen? Gibt's weg nicht unendliche? Shit, 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 shit. Haben wir noch. Mir geht's gar nicht. Gut. Was ist los? Shit. Ja, wenn wir Gegner gibt, ich hoffe, da kommen nicht unendliche.
muss da durch. Warte mal. Sind das jetzt bitte die letzten? Ich gucke mich schon selbst an. So, warte mal. Du mal, da ist mal wieder mal looten, glaube ich. Geht doch. Oh. Der macht schon wieder. Sein Angriff nicht. Ah, da würde es raufgehen. Oh, okay. Also wir haben jetzt erfolgreich so ziemlich alles verschossen, was wir gehabt haben. Weil von der Schrotflintmunition und von der Pistolmunition haben wir sogar ein bisschen noch was. Dafür von sogar von der Gewehrkugeln haben wir auch noch ein bisschen was. Von der MP-Munition haben wir auch noch ein bisschen was, okay. Da haben wir jetzt schlimmer vorgestellt. Unsere ganzen Granaten so haben wir verschossen. Das ist vielleicht ein bisschen schade. Holy shit, was war das jetzt für ein Raum? Was ist das? Ein Spiegel mit Perlen und Rubinen. Nice. Ein kunstvoll mit Perlen und Rubinen verzierter Spiegel lässt sich sicher verkaufen. Den würde ich mal gerne zu Hause aufhängen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei, er ist ein bisschen kitschig. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Okay, dann. Da hätte man wirklich die Umgebung ein wenig nutzen können. Aber mit dem habe ich nicht gerechnet. Ah, okay, unsere Schutzweste ist auch schon ein bisschen angedamaged. Ah, das hätten wir auch machen können, okay. Ja gut, das hätten wir vielleicht vorher wissen müssen. Ich höre doch wieder irgendwelche Ketten. So, Schießpulver, Schießpulver. Haben wir jetzt eigentlich noch irgendwelche... warte, meine Munition kommt hier wieder hin. Wir könnten uns, glaube ich, wieder machen nochmal Pistolenmunition. Ja. Gelber Diamant. Nice. Gut, dann hätte ich aber gesagt, dass wir hier durch sind. Da geht es, glaube ich, rauf, wo wir schon oben waren. Schauen wir noch mal kurz. Ja, da gibt es überall Feste, die hätten wir alle nutzen können. Ja, okay. Nicht schlimm. So, dann geht es jetzt aber wieder zurück. Warte mal. Muss ich den Weg zurück wieder finden. Da. Jawohl, genau. So, und da gibt es sonst eh nichts mehr? Nö. Gibt es einen Schatz?
Dann kam es in rote Laterne. Karte aktualisiert. Oh Gott. Wenn ich die Ritterrüstung entziehe, dann werde ich wieder leicht nervös. Oh, da braucht man Ashley. Braucht man unbedingt Ashley, okay. Wand mit Durchbruch, okay. Abkürzung. Ja. Abkürzung passt. So, dann geht's hier weiter. Alexandrit. So, und wieder Schießpulver. Gut, jetzt haben wir sowieso keine Rohstoffe mehr. Bis dahin und nicht weiter, Leon. Ich soll die doch nicht benutzen, oder? Nach 6 Jahren ist das also deine Begrüßung, Ada. Du wirkst nicht überrascht. Interessant. Wenn du so oft näher stehst, nimm lieber das Messer. Gar nicht übel. Sehr smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Oh, Leon. Du weißt, ich bin verschwiegen. Vergiss sie. Ihr ist nicht zu helfen. Kehr einfach um. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder. Und vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich gebe so leicht auf? Klar. Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Sie ist die Letzte, die ich hier erwartet hätte. Ada, du lebst? Wie hast du das überlebt? So eine Reaktion hätte man erwartet von Leon. Wobei, es ist der Leon. Na, eigentlich habe ich... Na, Blödsinn. Nein, ich habe nicht mit dieser Reaktion gerechnet. Es passt schon so. So, okay. Ah, man darf bei Schätze. Extravagante Uhr. Aber sie arbeitet ja für Wesker und das weiß Leon nicht. Das hat er, glaube ich, im Original schon gewusst. Was war wir genau? Extravagante Uhr. Eine reich verzierte Uhr mit 2 Vertiefungen an der Vorderseite. Kann mit bestimmten Edelsteinen kombiniert werden. Dann machen wir einen roten. Und, also einen roten 4 gegen und so einen roten. Genau, dann haben wir einen Dual-Bonus. Dann ist schon ein wenig was wert. Gut. So, habe ich das Mikrofon wieder eingeschaltet? Läuft meine Aufnahme noch? Ja. Oh, da braucht man den Schlüssel, haben wir noch gar nicht gefunden. Das macht mir auch leicht nervös. Und da sind wir gekommen, ja. So, warte mal. Ah, hier. Gehen wir gerade, bin ich blind? Ich bin noch schon da. Blick da hinten. Oh Gott. Was? Litho oder Lithografie Stein C. Okay. So.
Da liegt einmal sonst nichts mehr herum. Hier auch nichts mehr. Ja genau, da braucht man einen Schlüssel. So, gut. Ups. Da Stein D. Ah. Braucht man hier wohl. Aber einer fehlt. Keiner fehlt mehr. Ja, da ist Ada wohl rein und rausgekommen. Gut, benutzen wir einfach mal alle. So, kann man jetzt noch. Ja. Der Helm kommt hier hin. So, da oben ist nur ein Schild. Das ist vielleicht die Rüstung. Und unten die Schwerter. Vielleicht die noch austauschen. Aber warte mal, die kann man auch. Ah! Ah! Okay, gut, warte mal. So. Das passt nicht. Das ist zwar das Schild, aber da ist ein viereckiger Rahmen. Das heißt, wir brauchen ein Schild mit einem viereckigen Rahmen. Hier. Das kommt hier mal raus. So. Hier haben wir einen Helm. Und das wird wohl auch was Viereckiges sein. Es kann aber auch sowas Sechseckiges sein, theoretisch. Aber es muss rot sein. Das hätte man da noch. Das könnte es auch sein. Okay. Hier kommt auf jeden Fall das hier hin, weil das ist das einzige blaue, was nur sechseckig ist. Und dann kommt hier das hier hin. Und da kommt einfach das dunkle hin. So müsste es stimmen. Perfekt. Ah, das gefällt mir. Also das muss ich echt schon... passen. Ja, das gefällt mir... zum Original gefällt mir das hier schon um einiges besser, dass es hier so viele... oder um einiges mehr Rätseln gibt. Okay, jetzt nur noch Ashley finden. Ashley finden, Salazar töten, Lord Settler töten, dieses UM05 töten. Also da kommt schon noch einiges. Und ein paar Ratten töten. Zeit für sowas. Okay, gib mir was. So, okay. Gehen wir davon aus, dass das Ada war. Oh. Das ist ja. Mal hier. Illuminados 3-2. Okay. Höret das Signal zwischen den Bergen widerhallen. Felsen zerknallen zu Kies. Die Mauern der Burg zerbröckeln. Sehet die glutrote Farbe des Nachthimmels. Ein Strom verdorbenen Blutes besudelt die See. Opfert euer Leben und das Blut eurer Feinde. Tut Buße für die Sünde eures vergangenen Lebens. Wenn wieder irgendwer reden hört, der wird sich denken, dass ich irgendeiner Sekte so angehöre. So. Was war das? Na klasse. Was war das schon wieder? Ich will nicht. Und Leon so. Na klasse. Oh gut. Was haben wir hier? Ein. Oh. I'm coming back. So. Hier hinten war die Schublade. Und da finden wir eine Taschenuhr. Nice.
Da, dann haben wir hier alles. Das geht wieder zurück.